Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, es ist noch ein bisschen dunkel, aber das liegt daran, dass wir sehr früh noch am Morgen haben. Ich habe mal einen Tag weiter geschlafen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, es ist ein bisschen wenig Wasser drin. Das heißt, wir müssen uns hier heute auf jeden Fall auch noch mal kurz drum kümmern. Wobei kurz natürlich immer so relativ ist. Das war Bratkartoffel mit Ei. Ach ja, und dieser Kornriegel mit Erdbeere, da habe ich mir sagen lassen, dass das war, was wir als Geschenk quasi bekommen hatten. So, die Höhlen rufen, ja, Bratkartoffel für Wilfried werden wir hier, das waren jetzt die, ne, hatte ich gerade, ja. So, stehen wir noch auf dem Eimer, ja, hatte ich hier irgendwas, das war die Kartoffelpflanze, glaube ich. Ich gehe mal davon aus, dass die Zwiebeln noch nicht durch sind. Aber irgendwas kann ich hier... Ach so! Ja klar, ich sammle natürlich immer die leeren Eimer ein. Logisch. Ich dachte gerade schon, ich bin was am Ernten, während ich jetzt hier am Wasser draufgeben bin. Zwei rechts fehlen noch. Okay, was sind eigentlich meine Hühner? Die sind da oben friedlich in der Ecke. Ich hoffe, denen geht's gut. Also die haben jetzt zumindest... Ja, vielleicht ein Ansatz zum Wasser. Ich meine, ich kann die ja nicht ins Wasser lassen. Das ist halt mein großes Problem. Ich hoffe, dass das alles so geht. Und ich hoffe, dass wir dann schnell... Bewässererlehrling. Benutze 100 Wassereimer zum Gießen. Ich sag ja, ich liebe Errungenschaften. Und ich bin so froh darüber, dass die auch noch nachträglich eingefügt worden sind. Ich finde das super. Na, machst du das? So. Okay, das dritte müssen wir hier noch machen. Das dritte von was? Moment, das hatten wir hier von, genau. Ach, diese Anzeige ist so wunderbar, dass man jetzt unten rechts sehen kann, wie viel Wasser die noch brauchen. Ich meine, gut, ja. Das ist jetzt nicht so, als ob die jetzt unheimlich viel Wasser hier verbraucht haben. Was ist denn da unten mit der... Die fertig? Nee, Moment. Ach, das ist... Oh, die hat aber sehr wenig Wasser. Und wir haben natürlich für das eine Mal haben wir jetzt kein Wasser mehr. Es war so klar. Okay. Ist übrigens dieser komische Baumstumpf oder was das ist hier. Okay, der war sehr leer. Ich glaube, man so... Ach so, ja klar, die anderen brauche ich ja. Eigentlich im Moment noch nicht. Moment, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt genau die anderen Eimer hier drin habe. So. Nee, ach, jetzt laufe ich wieder nach oben. Ich bin heute irgendwie ein bisschen... Aber ich bin ja immer so ein bisschen durcheinander, ne? Das wisst ihr ja. Habt ihr euch jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt, will ich mal hoffen. Gut, Moment, Inventar. Das tun wir erstmal hier rein. Das brauchen wir nicht mehr. Das Spiegelei brauchen wir noch. Die zwei Sachen wollte ich mit in die Höhle nehmen. Das brauchen wir zum Aufschließen. Und ich hoffe inständig. Es heißt ja... Ach so, eine Sache wollte ich euch noch zeigen, bevor ich das vergesse. Der Zauber. Ich glaube, das habe ich euch nämlich nicht im letzten Mal gezeigt. Wenn ihr einmal C drückt... Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich das noch herausfinden werde. Und ja, ich war so clever und habe nochmal die Hilfe zu Rate bezogen und dann gesehen, dass es auf meiner Liste stand, die ich mir schon mal aufgeschrieben hatte. Hier kann man dann verschiedene Zauber durchgehen. Und unter Geist finden wir dann auch hier den Lichtzauber. Andere haben wir jetzt natürlich noch nicht. Ja, und das ist eigentlich auch alles, was... Da kann man dann draufklicken, da diesen Azurit, den haben wir ja schon. Aber wir haben noch keine uralten Goldmünzen. Ich hoffe, dass wir die vielleicht in einer Höhle finden werden. Beziehungsweise wir haben ja jetzt, glaube ich, nur die eine Höhle aktuell, wo wir rein können. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Höhlen gibt oder ob man von da aus jetzt immer mehrere... Ja, Etagen, sage ich jetzt mal, laufen kann. So tief war ich jetzt noch nicht in dem Thema Höhlen drin. Ich sollte vielleicht mal zwischendurch gucken. Der steht auf seinem Feld, aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja zu Wilfried. Der ist aber, glaube ich, morgens doch auch immer bei ihm, oder nicht? Da
Da oben läuft er rum. Okay. Versuchen wir mal, einen Weg abzuschneiden. Ich soll Geschenke übergeben können, ähnlich wie beim Füttern. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich probiere es trotzdem vorsichtshalber. Ja, okay. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wieder das Falsche zu drücken, weil mit dem rechts, links... Ah, rechts. Super, danke. Das war's, oder was? Ich dachte, ich krieg wenigstens was dafür. Naja, gut, okay. Wenn wir jetzt aber auf ihn draufklicken, hat er nämlich hier schon drei Herzen. Moment, drei Herzen? Vorher hat er, glaube ich, ein Herz, ne? So kleine Geschenke scheinen doch so einiges auszumachen. Geschenke haben wir sonst keine mehr. Bringe Wilfried eine antike Goldmünze. Ah. So, machen wir das erstmal rein. Ja, jetzt haben wir doch eben gesehen, dass wir die antiken Goldmünzen auch für unsere Zauber gebrauchen. Dann werden wir ihm die wahrscheinlich zeigen müssen. Und er wird dann sagen, ja, behalt die mal. Also hoffe ich zumindest. Ob das jetzt so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn das so wäre. Oder wir finden mehrere, dass wir ihm dann eine zeigen und eine geben. Vielleicht auch, um sein Ansehen, genau. Um unser Ansehen bei ihm ein bisschen zu verbessern. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Moment, die Höhlen waren jetzt ganz hier oben, genau. Da komme ich. Ich bin jetzt hier. Wenn ich jetzt hier komplett hochgehe und dann nach links. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert und ich nirgendwo hängen bleibe. Na, hier müsste ich den Weg nochmal ein bisschen länger machen, ne? Damit ich genau weiß, dass man dann hier oben zu dieser Hütte kommt, die ich übrigens immer noch nicht aufsperren kann, nehme ich an. Nee. Ich denke mal, das kommt später. Also, natürlich kommt es später, weil es jetzt halt nicht kommt. Das ist logisch. Aber ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Weil ich gerne wissen möchte, was da oben in dem Haus ist. Bin ich ganz ehrlich, ich bin ja eine typische Frau. Also das heißt eine typische Frau. Ich bin halt eine Frau und typisch für uns ist ja meistens, dass wir neugierig sind oder sein sollen. Bei mir haut das auf jeden Fall voll hin. Moment, ich mache schon mal die 7 da rein. Ich bin mir nicht sicher. Ach so, oder hätte ich den da auch benutzen können? Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. So, hier immer weiter nach oben. Ja. Ziel ist da. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich jetzt schon wieder mit links und rechts vertan. Okay, dann nehmen wir schon mal den Säbel und... Oh mein Gott. Die Falltür. Ja, ja. Ja. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Moment, da ist doch noch was. Notizen von Hugo am Eingang. 45. Tag. Nun bin ich doch zu den Höhlen aufgebrochen. Keine Ahnung, was mich dort unten erwartet. Aber alles ist besser als ein Tag. Was? Alles ist besser als ein Tag. Ein Tag nur zur Feldarbeit zu verrichten. Ich habe mir einiges an Vorräten mitgebracht, damit ich genügend Zeit habe, die Höhlen zu erforschen. Ich nicht. Falls ich nicht wieder herausfinde, ist dies hier meine letzte Nachricht. Ja, super. Finden wir da jetzt eine Leiche? Und auch eine Warnung. Besser keinen Fuß durch diese Falltür zu setzen. Wünscht mir Glück. Ja, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich möchte gar nicht hier rein. Was war das? Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Ach, für die Falltür, oder was? Schlüssel aus der ersten Höhle zum Aufschließen einer Truhe oder Tür. Okay. Ist hier auch noch irgendwas? Na gut, dass ich immer alles durchsuche hier. Okay, der Säbel ist bereit, ich nicht, aber wir gehen jetzt runter. Nein, andere. Sag ja, ich vertue mich immer mit rechts und links. Das ist eine Fledermaus, du bist doch lieb, oder? Du bist, du bist nicht lieb. Du bist böse. Komm her, Batman. Dämonenbezwinger, töte einen Dämon. Yeah, ich bin die Beste, ich bin die Beste. die Frage ist jetzt nur... achso, das kann hier nur eins sein. Was ist denn hier mit dem... Oh, okay, kann man an- oder ausmachen. Verstehe. Brauche ich den Lichtzauber hier unten? Oder kann ich theoretisch auch so durchlaufen? Das ist die Frage.
Weil eigentlich die Perspektive ist ziemlich cool. Na komm. Gibt es hier irgendwie auch Falltüren oder so? Weil das ist ja so... Sieht so aus wie eine Falltür, weil das so spitz ist. Da sind schon wieder welche. Ja, ist ja gut. Wie trifft ihr die nicht? Ich will einen Fernzauber haben. Alter, Dämonenbezwinger, töte 10 Dämonen. Ich bin Gott. Nennt mich Gott. Also Göttin. Ich bin ja tatsächlich sehr lange anfangs, also so in Chat und so, wo ich noch Jugendliche, sage ich jetzt mal, war, bin ich immer als Mondgöttin unterwegs gewesen. Ich glaube, ich sollte mich mal so langsam heilen hier, ne? Oh, viel hat das aber nicht gebracht. Grünes Büschel. Düngerstandard. Okay. Ich glaube, ich habe noch Knochen. Das können wir nicht nehmen. Ah, die können wir aber kaputt machen. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Energiekristall, Zutat für einige Rezepte. Ich glaube, ach so, ich habe den Lichtzauber gar nicht dabei. Ach, ich Idiot. Das war jetzt doof. Was haben wir denn hier jetzt gefunden? Kupfererz. Kriege ich jetzt nur Kupfer hier unten, oder was? Ich hatte jetzt mit irgendwas anderem gerechnet. Ich meine, Kupfer ist natürlich auch gut. Ich vermute auch mal, wir müssen auch öfter in die Höhlen, wenn oben in der Welt kein Kupfer mehr ist. Weil das sind ja so Ressourcen, die regenerieren sich ja nicht. Also im wahren Leben. Hier dann nehme ich mal an, auch nicht. So, okay. Da unten läuft ein Mann oder ein Zombie rum. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vielleicht erstmal woanders hingehen. Moment, was war das? Eisenerz ist aber nicht davon. Keine Ahnung, was ich da jetzt... Gehen wir erstmal kurz hier unten gucken. Hier ist ein bisschen mehr Licht. Hier ist ganz viel Sandstein. Ja, hätte ich jetzt noch die Quest, ne? Könnte ich... Oh, was ist das denn? Kann ich da irgendwas ernten? Ich befürchte... Moment. Wie war das nochmal? Mit der Axt kann ich die doch abbauen, oder? Ich befürchte, ich hätte das jetzt abbauen können. War das nicht mit der Axt? Zu marode zum Mitnehmen. Und die andere Seite? Ach, verdammt. Es war auf jeden Fall mit der Axt, aber ich habe jetzt, glaube ich, einen riesen Fehler gemacht. Das war doch irgendwas Blaues da drin. Und wir haben jetzt nur Holz bekommen. Was ist das denn? Verschlossen. Habe ich den nicht? Nee, falsche Seite. Hello? Jetzt kann ich die Truhe nicht öffnen. Ah, doch, okay. ich glaube, ich kann mir einen Bogen herstellen. Plan alter Jagdboden. Okay. Eisensäbel. Schaden 60. Der hat Schaden 50. Kosten 20. Geschwindigkeit 5. Ja, ich würde mal glatt behaupten, dass der besser ist, oder? So, dann haben wir nochmal Kornriegel mit Erdbeere. Oh nein, wir haben nicht genug, oder? Ist das ein... Rezept Müsli-Stange. Aber das kann ich erst, glaube ich, wenn das hier drin ist, ne? Genau. Dann haben wir... Was ist das nächste? Ja, Bewusstsein. Ich weiß. Zeig mir, was ich gerade gelernt habe.
Spaghetti mit Tomatensauce. Ah, cool. Habe ich sehr lange, ehrlich gesagt, nicht mehr gegessen. Ich hätte da nochmal richtig Lust drauf. Hm, da ist noch was. Notizen von Hugo aus den Höhlen. 47. Tag oder 48. Ich meine, er hätte oben 47. schon geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Hier unten ist es immer dunkel, deshalb ist es schwierig, die Tage zu zählen. Vor allen Dingen, wenn man hier unten festsitzt. Ich habe einige tolle Gegenstände hier unten gefunden, bis die Monster aus dem dunklen Areal im Osten hergestürmt kamen. Oh, gut, dass ich jetzt gerade nach Westen gegangen bin. Und ich dachte immer, habe immer gehofft, dass die Horrorfilme nur erfunden sind. Also sind es doch Zombies, ja? Auf jeden Fall sitze ich hier unten fest, denn draußen höre ich sie scharren und schlürfen. Ich habe mein Zeug größtenteils in eine Truhe verstaut, damit ich schneller rennen kann, wenn ich einen Ausbruchversuch wage. Aha, aha. Moment, zum Abbauen. Kann ich hier unten schlafen? Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen, sagt er. Oder? Ja, ich will die Sachen eigentlich abbauen. Was ist denn das hier unten? Hm. Kann ich hier den kaputt machen? Da kriege ich zumindest Holz für, aber... Und uralte Goldmünzen. Yay. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so abbauen sollte. Aber zumindest habe ich uralte Goldmünzen. Ist das ein anderes Holz? Laubholz. Ich glaube, ja, genau. Hier oben Nadelholz. Das ist das, was wir bisher immer hatten. Ne? Da waren auch nochmal welche drin. Sehr schön. Moment, da ist noch was. Achso, das kann ich nicht mitnehmen. Ne? Ah, wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Ja, ist ja toll, dass du müde wirst. Kann ich doch nichts für. Kann man hier schlafen? Nee, kann man nicht. Na gut. Aber ich kann hier noch was lesen. Theoretisch. Moment, das habe ich aber jetzt nicht dabei. Ach, das liegt jetzt hier. Och nee, komm. Das ist doch doof. Moment, dann machen wir es anders. Wir tun das mal eben dahin. Goldbarren. Oh, den dürfen wir auf gar keinen Fall hier unten lassen. Oh, okay. Pass auf, dann tun wir das Holz hier noch rein. Gucken mal, was das jetzt gerade war. Starre Pflanzenfasern. Ich würde mal behaupten, das sind die gleichen, die ich oben auch habe, oder? Dann tue ich die mal hier rein. Ja. Tut mir leid, dass du müde bist. Schafswolle habe ich gefunden. Oh, okay. Okay, da ist Holz drin, das ist nicht schlimm. Aber ich glaube, wir müssen mal dringend wieder zurück. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Viecher, die ich besiegt habe, dass die auch wegbleiben. Ich hasse das immer abgrundtief in Spielen, wenn ich irgendwo was gemacht habe. Wenn ich irgendwo was... Aber ob ich das jetzt noch schaffe bis nach Hause, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bringe Wilfried die Münze, die Höhlen rufen. Genug Nahrung, der Eingang zur Hülle. Ja. Eigentlich kann ich aber doch schon mit ihm reden, oder? Nehme ich mal an. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Wir werden trotzdem versuchen, ganz schnell Richtung Bett zu kommen. Mal gucken, da muss ich mich weiter rechts halten. Machen wir das doch. Ja. Wie zur Hölle kriege ich jetzt eine weitere Erweiterung für meinen Rucksack? Also das mit dem Leben, das war jetzt, ja, eine einzelne Fledermaus geht noch. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da. Ja, da muss ich mich rechts halten. Eine einzelne Fledermaus geht noch. Bei zwei wird es schon interessanter. Aber wenn drei Fledermäuse, oder ich glaube einmal waren es sogar vier,
auf einmal kommen, holla die Waldfee. Also die machen gut Schaden. Ihr seht ja, ich habe links die Hälfte immer noch runter. Obwohl ich was gegessen habe. Das ist natürlich doof. So, Moment. Ist das jetzt mein Haus oder? Ja, das ist mein Haus, ne? Oh, sehr schön. Müssen wir uns ganz, ganz schnell erstmal ins Bett legen und dann danach die Sachen in die Kiste tun. Wir sollten vor allen Dingen nochmal eine neue Kiste machen. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon wieder morgens, ne? Bis 6 Uhr schlafen ist nicht wirklich viel. Also sagen wir mal bis 10 Uhr. Dann vergeht nur der Tag wieder so schnell. Das ist... Ja, ich weiß. Ich habe letzte oder vorletzte Nacht auch nur 4 Stunden geschlafen. Vorletzte Nacht. Ich weiß, was du meinst, dass du noch hättest liegen bleiben können. Gut. Stapel auffüllen. Ne, jetzt habe ich natürlich alles reingetan. Ich bin auch wieder so clever. Okay, tut mir die auch noch da rein. Wobei, das war Nahrung, ne? Was war denn das hier? Kleiner Lebensessenztrank. Oh, den hätte ich nehmen können. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die mitnehmen. Gut, wir haben da dann auch nochmal Kornriegel. Nee, Kornriegel habe ich unten. Das war das mit dem Goldbarren. Die Münzen müssen wir mitnehmen. Das war Dünger, ne? Den habe ich unten. Haufen Erde für einige Rezepte. Keine Ahnung. Tue ich mal hier oben rein. Das sind andere Holzdinger. Die tue ich mal hier hin. Ich wollte gerade sagen, das hat... Ach, das hätte ich stapeln können, oder wie? Das kommt nach unten, ja. Gucken wir hier nochmal eben. So, das war Wolle. Das tue ich dann hier rein. Das da rein. Genau, da habe ich nämlich den Dünger. Ach so, ich wollte das mal eben ausprobieren. Nee. Oder geht das nur... Nee. Das mit dem Stapel auffüllen habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, dann wird das nach oben gezogen und hier reingezogen, aber anscheinend nicht. Lichtzauber. Soll ich jetzt Lichtzauber mitnehmen? Es könnte natürlich sein, dass es da teilweise sehr dunkel ist. Aber dann haben wir halt wieder noch einen Platz mehr belegt. Das ist halt das Problem, ne? Ich denke mal, dass wir den Erntekorb nicht mitnehmen müssen. Ich hatte nur gedacht, vielleicht wachsen da irgendwelche Pflanzen oder so. Aber anscheinend nicht. Dann nehmen wir dafür den Lichtzauber mit. Das Brot wäre natürlich gut. Das füllt auch nochmal 100 Leben auf. Na gut, das füllt 500 Leben auf. Das wäre da unten wahrscheinlich wichtiger. Wie viel macht das? Auch 500 Leben. Dann würde ich fast sagen, weil wir jetzt von den Kornriegeln 2000 und 1000. Weil wir von den Kornriegeln tatsächlich mehr haben, dass wir die mitnehmen. Ich hätte den Stein ja auch mal ausprobieren können. Den habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. So, einfacher Jagdbogen. Ach du Schande, weiches Polster. Mehr von dem Holz brauchen wir, den Rest haben wir soweit. Okay, also das können wir mal nicht machen. Wir können aber solide Holztruhe, genau. Davon können wir nochmal eine bauen. Das wir natürlich auch machen. Und ja, wo stellen wir die hin? Links, rechts, keine Ahnung. Stellen wir hier hin. Nee. Warum nicht? Jetzt. Keine Ahnung, warum er es jetzt vorher nicht wollte. Er hat immer gemeckert. Gut, dann lassen wir das so. Dann... Ja, müssen wir mit ihm nochmal reden oder nicht? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können wir... War das ein Geschenk? Nee, es war eine Nebenquest. Auf... Der Ding, war das der Ding vorher auch drin? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe es jetzt zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Auf jeden Fall können wir Wilfried jetzt noch... Nee, können wir? Doch, wir haben ihn noch drin. Oh, ich dachte schon. Ich bin ja so ein Schussel. Ich tue die Sachen dann raus, laufe dann zu den Leuten hin und sage dann, oh, ich habe es gar nicht dabei. Ihr kennt das ja mittlerweile schon von mir. Hin und wieder. Okay.
Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe. Nee, er ist unten. Er ist unten bei Kian. Ach, jetzt habe ich die. Ich wollte doch mal ein paar Mäuse fangen. Jetzt habe ich das Ding nicht dabei. Naja, gut. Ich habe mich auch irgendwie mehr darauf eingestellt. Hier, bleib stehen. Mehr darauf eingestellt, nochmal in die Höhlen zu gehen. Aber ich glaube nicht mehr heute. Ich glaube dann in der nächsten Folge. Hier habe ich eine antike Goldmünze aus den Höhlen für dich. Wow, vielen Dank. Die sieht ja fantastisch antik aus. Gibt es auch unfantastisch antik? Die Gravierung ist schon ganz schwarz. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Hier, ich habe auch etwas für dich. Kannst du bestimmt bald gebrauchen. Eisenerz. Oh, das ist schön. Das ist nett. Ich habe jetzt sonst... Nebenquest ist weg. Okay, mit den Höhlen... Ja, weiß ich. Ich war ja schon drin. Aber reicht das? Nee, reicht nicht. Ich muss tatsächlich die ganze Höhle erkunden, glaube ich, bis ich wieder mit dem reden kann, ne? Er riet mir genug Nahrung mitzunehmen, wenn ich bei Kräften bleibe. Der Eingang zur Höhle befindet sich nördlich... Ja... Bringt auch nichts, wenn ich das jetzt nochmal... Nee. Dann, ja, ist halt die Markierung, wo wir hin müssen. Ja, schade. Das heißt, wir müssen... Gut, wir... Ich habe ja gesagt, ich wollte auf jeden Fall in der nächsten Folge dann den Rest mal versuchen zu erkunden. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Höhle ist. Nicht, dass wir da zwei Folgen für brauchen. Ich habe irgendwie so langsam die Befürchtung, dass wir mehrfach hin und her laufen müssen. Was ein bisschen doof wäre. Also, weil wir halt nicht so viel mitnehmen können, ne? Das meine ich jetzt damit. Wir haben die Kiste da. Vielleicht könnte ich da das Holz mal ein bisschen stapeln oder so. Ach, ich wollte auch... Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Ja, bitte? Ist das jetzt irgendein Hinweis darauf, dass ich das ernten kann? Oder was waren das jetzt gerade für Geräusche? Das Spiel verwirrt mich ein wenig gerade. Gehen wir mal kurz. Wo habe ich denn hier Eisenerz? Da. Gehen wir mal kurz gucken. Ich glaube nämlich... Ja, ist noch nicht fertig. Aber die ist fertig, oder? Die ist fertig. Ja, sehr schön. Haben wir zumindest schon mal wieder Kartoffeln. Was ist mit der eigentlich hier? Die Mondstaude ist tot. Oh nein. Haben wir oben noch welche? Ist das auch Mondstaude? Ja, ne? Ja, dann nehmen wir die doch. Ich denke mal, wir brauchen die nämlich auch. Später noch für Rezepte. Hätte ich die gießen müssen? Hier ist auch bald kein Wasser mehr. Wir nehmen die mal mit, bevor die jetzt auch noch alle kaputt gehen hier. Ich kann heute eh niemals so viel machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was passiert, wenn ich die jetzt hier alle abpflücke. Warum ist das denn hier wieder drauf? Leute, so geht das nicht. Na gut, eigentlich müssten wir das alles nochmal gießen hier. Was ist mit euch, lieben Hühnern? Wie konnte ich mir das nochmal angucken? Ich glaube, so nicht, ne? Ich sehe nur den Boden... Wie war das nochmal? Shift-Farmtiere. Habe ich mir aufgeschrieben. Steuerung links ist der Pflanzenradius. Das ist das. Ach so, und Shift. Toll. Dann sehe ich, dass es Hühner sind. Ich würde aber gerne wissen, ob mit denen alles okay ist. Aber ich denke mal, das ist okay, oder? Die pieken ja jetzt die Sachen vom Boden ab. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht irgendwie verrecken, weil die... Weil die Hunger haben oder so. Das wäre doof. So, die Pflanzen... Achso, die Pflanzen habe ich auch hier oben drin. Na gut. Das ist, um Pflanzen wieder neu zu machen. Das können wir von mir aus auch hier oben reinmachen. Das sind auch mal die. Pflanzenfasern. Ach doch, da habe ich die. Und die Kartoffeln habe ich dann unten. Ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Wir haben auch gar nicht so viele Kartoffeln, nur 72 jetzt. Gut, wegen den Zwiebeln, da müssen wir noch ein bisschen warten. Was waren das hier eigentlich? Karottenpflanze, ach ja. Licht, Temperatur. Können wir eigentlich überall hinmachen? Sollen wir noch mal ein paar Karottenpflanzen hier?
Hier unten könnten wir das vielleicht machen. Auf Lehmboden ging das doch auch, oder wie war das? Sandboden, Tonboden, Lehm, genau. Ja, ist... Anforderungen letzten 3 Tage. Also Temperatur, ja. Sonne ist eher nicht so. Also das sind ja diese Pfeile, aber das ändert sich nicht so wirklich viel mit der Sonne, ne? Wenn ich jetzt woanders hingehe. Die Pfeile ändern sich ein bisschen, aber das mit der Sonne nicht so wirklich. Ich mache die jetzt mal einfach hier rein. Achso, habe ich schon. Man sieht das manchmal so schlecht. Hier wächst schon was. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht mitgenommen. Das wollte ich mitnehmen und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das brauche. Das ist wahrscheinlich zum Ernten, brauche ich das andere, ne? Ah ne, das geht auch, okay. So, jetzt ist das natürlich doof. Das kann ich, glaube ich, nicht benutzen. Zum Entfernen von Pflanzen, ja. Das Problem ist, wenn ich das jetzt benutze... An einem Feld, wo ich was gepflanzt habe, geht, glaube ich, auch das von dem Feld weg. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, ich mache da jetzt aber keine Experimente. Moment, hier habe ich... das sind diese pinken Dinger, ne? Dann ist das hier schon... Ja, ja, okay. Okay, okay. Dann habe ich doof jetzt natürlich mein Wasser vergessen. Also mein Wasser, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das Wasser hier. So. Den Erntekorb tun wir mal rein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen den, um die Wege dann gleich nochmal zu machen. 5. Eigentlich müssten wir alles nochmal kurz machen hier. Ich würde sagen, weil das ist so die Hälfte nämlich wieder runter. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie viel Wasser die überhaupt brauchen. Aber da der Boden nicht mehr ganz voll ist, ja... Ziehen wir das jetzt mal eben durch heute. Einen habe ich doch noch. Komm. Den letzten in der 2. Reihe muss ich machen. So. Das ist die 2. Gibt es später eventuell irgendeine Möglichkeit? Das ist jetzt die Frage an den Entwickler. Gibt es später irgendeine Möglichkeit, vielleicht ein automatisches Bewässerungssystem oder sowas zu machen? Das wäre schon ganz cool, damit ich dann hier nicht immer rumlaufen muss. Ich hatte schon überlegt, ob man das hier vielleicht wegmachen kann, aber ich glaube, ich kann damit auch nicht graben, weil das ist ja keine... Moment, keine Schaufel. Hatten die nicht irgendwo gesagt? Ich habe keine Schaufel, geh mal da und da hin. Ich habe da was in Erinnerung. Ich meine, ich habe mit dem Kian gesprochen und der hat gesagt, ich soll wegen der Schaufel zu diesem Förster hingehen. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder war das jetzt ein ganz anderes Spiel, was ich gerade im Kopf habe? Das kann auch sein. Das passiert mir auch schon mal, dass ich dann Spiele unter Umständen schon mal, ja, vertausche. Weil ich habe jetzt so einige... Ach nein, das war, glaube ich, das Spiel mit der kleinen Hexe. Ich habe nämlich jetzt ein neues Let's Play gestartet, auch so ein Cozy-Game. Und ich glaube, da hieß es dann nämlich, ich habe keine Schaufel und ich soll mit irgendjemandem sprechen. Es war gar nicht hier. Aber es würde mich wirklich mal interessieren, ob wir eventuell eine Schaufel noch bekommen. Ich meine, dass das hiermit gewesen ist. Hiermit kommt man doch auch die Wege machen, oder nicht? Ja, da hat es jetzt nur mit weggemacht. Ich meine, wenn ich so 2-3 Mal das gemacht hatte, dass der dann da... Wie habe ich denn die Wege beim letzten Mal gemacht? Er hatte mir... Oder hatte er mir nicht so einen Weg gemacht, sondern tatsächlich nur dieses braune hier. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich nicht sicher. Mit 8 kann das ja nicht, ne? Das wäre ja unlogisch. Oder war das mit der Spitzhacke vielleicht? Nee.
Nee. Ich meine, ich habe so einen dunklen Weg hier zuletzt irgendwie gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das gemacht habe. Es ging auch nicht irgendwie über die Werkbank. Ja, Einrichtung Nützliches. Da kann es ja auch nicht sein. Aber irgendwie... Moment. Nee, die Blumen waren drin. Achso, aber halt, stopp. Das kann ich reinmachen. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich hätte jetzt theoretisch sogar ernten können. Hier, die sind, glaube ich, jetzt erntereif geworden, alle über Nacht. Ja, dann ist das tatsächlich noch was, was wir in der nächsten Folge noch eben machen müssen. So, das ist alles drin. Ja. Aber ich mache mal 5, bevor ich doch mein Bett noch kaputt mache. Ach so, ich habe übrigens noch den Tipp bekommen, wenn ich hier neben stehe, dass man auf dem... Ah, das stimmt. Oh, Moment. Müsli-Stange, Kornriegel mit Blaubeeren. Da liegen Rezepte drin. Ah, nee, das sind die, die ich gelernt habe. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch so doof. Was ist denn hier? Wir haben keine Tomaten, ne? Stimmt. Okay, aber dann haben wir das zumindest auch so schon mal gesehen. Also man muss tatsächlich, ich habe ja glaube ich letztes Mal hier unten drauf geklickt die ganze Zeit. Man muss hier oben auf das Feld klicken, dann geht das auch wirklich auf. Ja, ich weiß, dass dir die Augen zufallen. Es tut mir auch wirklich leid. Ich muss nochmal eben gucken. Ach so, da ist wieder was Neues drin. Das müssen wir nochmal eben wegtun. Weil ich möchte eigentlich gerne morgen dann direkt in die Höhle reingehen. Also beziehungsweise in der nächsten Folge halt eben. Weil ich die anscheinend ja komplett erkunden muss. Aber ich werde wahrscheinlich vorher dann auch nochmal eben was anpflanzen müssen. Denke ich mal, bevor wir komplett reingehen. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon für heute. War jetzt heute tatsächlich mal eine lange Folge. Ich denke, nächste Folge, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall ernten und wieder was neu anpflanzen, damit das so im Hintergrund ein bisschen laufen kann. Und dann werden wir die nächste Folge nochmal damit verbringen, in der Höhle alles zu erkunden. Ein bisschen was an Essen habe ich dabei. Ob das reicht, keine Ahnung. Ein bisschen Heilung habe ich auch noch dabei. Ich bin mir nicht so sicher, aber wir müssen halt eben auch Platz haben. Ne? Das ist das Problem. Deswegen, ja, hoffe ich einfach mal, dass das soweit gut geht. Und wir werden wahrscheinlich auch neue Münzen finden. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich tue die Münze erstmal hier rein. Dann hätten wir nämlich erstmal einen Platz, den wir wieder frei haben. So, weil wie gesagt, wir haben im Moment noch akuten Platzmangel. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!